Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem kleinen Mini-Projekt jetzt von mir. Und zwar ist das ein verdammt behindertes Spiel, aber es ist einfach nur genial. Wir nennen uns Frezolon, weil ich den Namen Frezo schon in meinem eigenen Spielstand verwendet habe. Und ja, das Spiel heißt Plants vs. Zombies. Ja, ein Spiel, in dem man mit Pflanzen gegen Zombies kämpft. Auf das Spiel hat mich der gute Mason gestoßen. Es ist wirklich komplett behindert, aber sowas von genial. Und Achtung! Epic! Es ist wirklich. Es ist süchtig machen. Für jeden, der das Spiel in die Hand nehmen will, es macht süchtig. Tierisch süchtig. Es ist genial, aber unglaublich süchtig machend. So, das ist mein Haus und da seht ihr die Zombies. Hier wird jetzt, das ist noch eine Art Tutorial. Wir können auf diesen Grasflächen Pflanzen pflanzen. Diese Sonnen können wir einsammeln. Die brauchen wir, um weitere Pflanzen erstellen zu können. Und die Zombies dürfen unser Haus nicht erreichen. Da seht ihr schon den ersten. Das Spiel ist am Anfang wirklich simpel, aber das wird später verlangt es eine solche taktische Tiefe, wie ich es noch von keinem in so einer Art Minigame erlebt habe. Das Spiel hat 10 Level, wenn ich da richtig informiert bin von Mason. Aber es macht einfach unglaublich viel Fun. Final Wave bedeutet, dass jetzt die final große Welle an Zombies auf uns zukommt. Aber das hier ist noch kein Problem. Das ist wie gesagt noch Tutorial. Und wir erhalten nach jedem Kampf ein Item. Oder eine Karte mit einer Pflanze, die wir als neues pflanzen können. Die Musik ist auch einfach awesome. Und wir erhalten eine Sonnenblume. Die gibt uns Sonnenenergie. Glaubt mir, Leute, dieses Spiel macht ungeheuer süchtig. Als nächstes haben wir drei Strecken und wir können Sonnenblumen pflanzen. Diese geben uns nach und nach immer mehr Sonnenenergie. Wir sollen jetzt drei Stück davon pflanzen, so sagt uns das Tutorial. Da seht ihr es. Und diese Sonnenenergie ist natürlich unabdingbar, um weitere Pflanzen herzustellen. Und die dritte davon. Ja, ich habe vor, das Ganze durchzuspielen, auch wenn es eine ganze Weile dauern wird. Aber warum nicht? Ja, komm doch. Ich habe keine Angst vor dir. Obwohl, vielleicht sollte ich das. Naja, was soll's. Ich brauche Sonnenenergie. Kommt schon. Geht doch. So. Bop. Ja, das Ding schießt mit Erbsen. Durchaus. Es schießt mit Erbsen. So, jetzt haben wir genug Sonnen gepflanzt. Wie gesagt, das Ganze ist hier noch ziemlich simpel, weil wir uns noch in einer Art Tutorial befinden. Ich werde mich wahrscheinlich das erstmal wegpissen vor Lachen, wenn denn unser Nachbar das erstmal auftaucht. Ja, das wird so sein. Zombies versuchen quasi unser Haus zu erreichen und unser Garten verteidigt uns. Was für eine geniale Idee. Wir sind halt Menschen, wir können nicht gegen Zombies ankämpfen. Wir brauchen unsere Pflanzen dazu. Und die finale Welle der Zombies kommt. Final Wave. Sonne, Sonne. Später wird das mit dem Sonnensammeln noch ziemlich extrem. Wenn man dann 5 Reihen hat und dann 2 Reihen voll mit Sonnen, das ist schon. Und wir erhalten mein Lieblingsitem, die What the fuck Boom Cherries.
die sind wirklich genial. Blows up all zombies in an area. Zerstört alle Zombies in einem Gebiet. Das ist wirklich genial. Und wir erhalten eine neue Art von Gegnern. Und zwar Hütchen-Zombies. Ja, diese Hütchen-Zombies halten deutlich mehr aus als die normalen. Sind aber immer noch keine wirklich ernstzunehmenden Gegner. Vertraut mir, es kommen noch Zombies. Ihr werdet vor Lachen gar nicht mehr stehen können. Zumindest war es bei mir so. Ich bin hier bald vom Stuhl gekippt, als ich einige von denen das erste Mal gesehen habe. Ja, komm doch. Ja, Blume brauche ich jetzt nicht. Ich brauche dich, meine Erbsenkanone. Es ist wirklich genial dafür, dass es ein Minispiel ist. Es macht wirklich ungeheuer süchtig, auch später die Minigames. So wurde es mir zumindest von Mason erzählt. Gruß an dich nochmal. Super, dass du mir das hier gebracht hast. Perfekt. Das erste Mal, dass er was für mich tut. Ja. Ja. Von wem hat er wohl die ganzen Resident Evil Parts? Wohl kaum von seiner 56 kW-Leitung. Egal. Ich hab dich lieb. So. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Wie gesagt, das hier ist noch enorm simpel. Ich hatte gar nicht in Erinnerung, dass es so lange auf dieser einfachen Stufe bleibt. Okay, gleich kommt das erste Mal meine... Ah, oder auch nicht, jetzt habe ich keine Sonnenpunkte mehr. Egal, juckt. Oh ja, sie kommen doch gleich zum Einsatz. Habe ich mich soeben um entschieden. Meine Sonnenblumen müssen nun mal ein bisschen mehr Sonne produzieren. Und jetzt meine Lieblingsitems. What the fuck, boom! Ich liebe die Kirschen. Ich weiß nicht warum. Ich finde sie genial. Ach ja, die Musik ist stark. Für ein Minigame. Okay, weiter geht's mit Sonnenenergie sammeln. Du hast doch keine Chance, Hütchen-Zombie. Geh nach Hause. Geh doch nach Hause. Eine große Welle von Zombies wird dich bald erreichen. Nein! Zeit, Verteidigungsmechanismen aufzubauen. Da kommen sie. Wollen wir sie alle auf einmal besiegen? What the fuck? Boom! Und wir halten... die Walnuss! Ja, eine Walnuss blockt Zombies von euch. Das heißt, diese Zombies... können euch nicht erreichen. Und ich möchte jetzt mal ganz kurz etwas sagen. Ich werde hier keine Links oder sonst irgendwas rausgeben. Das Spiel heißt Plants vs. Zombies. Gebt es bei Google ein. Ihr werdet es finden. Ich verspreche es euch. Auch wenn ich es auch nicht von selbst gefunden habe, weil es mir gegeben wurde, weil ich es nicht kannte. Aber trotzdem, das Spiel ist zu finden. Glaubt mir. Ja, und unsere Strecke wurde jetzt auf sage und schreibe 5 Linien erweitert. Das macht das Ganze... Ja, we are coming. Ihr könnt doch gleich wieder gehen. So, frisst das. Ah ja. Okay, wir halten weiter Sonnenenergie. Ja, ich denke, ihr dürftet das Grundprinzip dieses Spiels verstanden haben. Immer neue Pflanzen, immer neue Herausforderungen, immer neue Zombies. Verrecke. Ich werde euch gleich mal den Effekt der Kartoffel zeigen. Sobald es nötig ist. Ja, da unten habe ich gerade nichts. Da komm. Das ist keine Kartoffel, das ist eine Walnuss. Ich verwechsel das echt jedes Mal. Eine Kartoffel kommt später. Und ihr seht, der Zombie frisst das Ding. Aber er braucht dafür eine ganze Weile. Und das ist der Sinn dieser Walnuss. Je stärker der Zombie, desto schneller frisst er diese Walnuss auf.
Thank you.